Von mir vorstellen, die ich Doppel-Telecaster, Stratocaster-Pickup nenne. Ich sage auch gleich mal warum. Für die englischsprachigen Zuschauer mache ich dann ganz kurz eine perfekte englische Übersetzung. So, hello guys, today I will introduce this Double-Telecaster Strat-Pickup for you. Warum heißt das Ding Doppel-Telecaster Stratocaster-Pickup? Das ist ganz einfach, es hat zwei Telecaster-Schaltungen kombiniert. Und da werde ich euch gleich mal zeigen, wie die sind und wie viele Möglichkeiten das an einem Instrument mit, so wie es aussieht, eigentlich nur zwei Pickups macht. So, this pickup has two Telecaster wirings combined integrated and I will show you how they work. Das erste, was wir hier haben, ist ein 5-Wege-Schalter. Dieser 5-Wege-Schalter behandelt diese beiden Positionen, als ob dies ein Pickup wäre, was es ist, aber auch diese Kombination, als ob es ein Pickup wäre. Und so habe ich in dieser Stellung nur den Neck und die komplette Bridge seriell, out of phase, parallel, seriell und nur die Bridge. Und das ist eine 5-Wege Telecaster-Schaltung, die ich hier benutze in der Stratocaster. So, at first we have a 5-Way Telecaster wiring. So, this is for the neck. Neck and the bridge. Serial, out of phase. Parallel. Serial and bridge. Das sind ganz einfach dann also 5 Sounds, die man hat. Und als weiteres habe ich hier natürlich ein Mastervolumen, Masterton und hier ein 4-Wege Telecaster-Schaltung. So, this is a Master Volume, this is a Master Tone, and this is a 4-Way Telecaster Switch. Und zwar behandelt diese lediglich die Bridge. Die Bridge sind nicht ein Pickup, sondern es sind zwei. Es ist ein richtiger Single Coil und ein richtiger Mini Humbucker. Und die werden als zwei behandelt. Und zwar ist in Stellung 1 der Humbucker aktiv. In Stellung 2 Humbucker plus Single Coil parallel. In 3 der Single Coil. Und 4 beide zusammen seriell. The 4-Way Telecaster Switch works only on the bridge pickup. In position 1 you have the small humbucker, in 2 humbucker and single coil parallel, 3 single coil and 4 boost together serial. So, wenn man das jetzt mal ausrechnet, haben wir insgesamt 17 verschiedene Kombinationen. Das ergibt sich einmal, egal wie wir den hier stehen haben, hier ist immer der Single Coil aktiv und dann haben wir 4 Positionen, wo der Bridge Pickup, der komplette mit dabei ist, 4 Positionen mal 4 Schaltungen des Bridge Pickups macht 16 plus den Neck macht 17. We have 70 different positions. And this is every time the neck is activated. And in all the other 4 positions you have also activated, also alone. The bridge pickup in 4 positions and you have here 4 different positions for the bridge. So for and 4 it makes 16 positions here plus a neck is 17.
So, dann wollen wir einfach mal reinhören. Ich gehe über meinen Fender im 80 Chorus. Erstmal clean, ohne irgendwas. Und wir starten mit dem Neck. So, first the neck alone. Neck and bridge humbucker serial out of phase. Neck and bridge humbucker parallel. Neck and bridge humbucker serial. Bridge humbucker. Neck and bridge, single coil plus humbucker, parallel, out of phase. Plus bridge single coil parallel. Neck plus bridge single coil serial out of phase. Neck and bridge, single coil and humbucker, serial, this together serial, and the completing serial, also alles zusammen serial, die beiden sind serial und das ist nochmal mit dem serial. Serial, parallel. Ein bisschen nachdenken, weil ich habe so viele Gitarren und dann kann ich mir das nicht, was ich gerade gemacht habe, merken und die ganze Zeit spielt. Es ist relativ einfach. Ein 5-Wege-Schalter plus ein 4-Wege-Schalter, der nur die Bridge regelt. 17 verschiedene Sachen. Es ist relativ einfach. So, it's easy. If you use it every time, it's easy, but I use a lot of instruments, so I a little bit think about it.
einfacher Keramikhersteller und dieser hier ist von Artec. Man könnte ihn problemlos austauschen gegen ein Seymour Duncan. Die haben eine Kombination aus P90 und Single Coil. Das würde auch gehen von der Schaltung. So, wenn es euch gefallen hat, liken und subscriben. Und wenn nicht, disliken und hässlichen Kommentar schreiben. Dieses Pickup hat schon mal ein Kollege ausprobiert. Dem habe ich das geschickt. Music is fun. Wenn ihr dem seine Geschichte sehen wollt, Link ist unten in der Beschreibung. So, if you wanna see another opinion, you can see, go to Music is fun. Link below in the description. You can check it out. Good guy. So, das haben wir's. Sind wir hier am Ende mit meiner Fender Custom Shop 59. Wie dies hier wahrscheinlich ist. Okay, let's rock.